Nothing left finde ich super. Läuft alles ja bis jetzt ganz gut, muss man sagen. Das, ups, jetzt habe ich falsch Taste gedrückt. Ich glaube, aus irgendeinem Grund habe ich jetzt F gedrückt. Okay, die Raketen treffen einfach nichts. Kann aber den hier, kann ich glaube schon mal. Sag mal, warum treffe ich nicht jetzt? Dass sie mich jetzt nicht gleich wieder angreifen, schaffe ich jetzt vielleicht, die kurz mal wegzuhauen. No aircraft, no personnel, no survivors. Zeus on the deck, contact main. Clear the landing zone. Everyone up. Jetzt bleib doch mal stehen, du Kacke. Nein! Schon wieder F gedrückt aus irgendeinem Grund. Wieso eigentlich? Das ist mir jetzt noch nie passiert in dem gesamten Verlauf des Spiels und warum target der das nicht an? Jetzt erwische ich eh nicht von hier. Na geil. Jetzt sind die ganzen hohen Gebäude weg. Aus irgendeinem Grund. Oder halt, ja, aus irgendeinem Grund, wie soll man sagen. Ich habe halt mal wieder das Pech, dass jetzt keine hohen Gebäude da sind, wenn,
wenn hier ich Ruhegebäude brauche. Damn you, Taggart. Damn you for making me do this. Aber hat ja gut geklappt dann noch letztendlich. Hope was a Black Watch project. The goal of the experiment was to create a viral weapon that could be used to target specific racial types. But Hope went wrong. A mutated virus infected all those people. Drove them mad. Their bodies crawled with hell. And at the center of it all was Elizabeth Green. Now somehow she survived. Endured the virus, absorbed it, changed it, whatever. Her unique biology inspired this new bioweapons research program. This became Gentech. And Alex Mercer worked for them. There was one leak too many and Randall stepped in to shut it down. No one was safe. Mercer fled the scene with a sample of the virus, took it as insurance if he needed it. Blackwatch cornered him at Penn Station. With his back to the wall, he unleashed the virus on Manhattan. What Mercer did is beyond forgiveness. But there is no Alex Mercer anymore. The virus didn't just kill him, it became him. Copied his body down to the genetic level. It became me. I am the virus. And I, in turn, released Elizabeth Green to infect the city a second time. Now she's dead, all right? But Randall won't accept that the virus can be stopped. And with Firebreak, he'll level the city, just like Hope. But now, Hope has one final riddle to give up. Green was pregnant when they found her in 69. What happened to that child? I suppose your answer is out there on the Reagan. All I know is, I'll get my answer from Randall. So, mal sehen, was haben wir denn hier so? Ganz am Arsch der Welt, ein Infected Event. Military Event. Und da muss ich auch noch rein. Ich mach jetzt, guck jetzt mal, dass ich das hier, Military jetzt mache. Ich hoffe mal, dass ich diesmal von einer besseren Startposition aus anfangen kann, weil das letzte, das konnte man ja mehr oder weniger. Wie soll man das bitte schaffen? Ich meine, ganz am Anfang hatte ich ein bisschen, bin ich ein bisschen der Zeit hinterher, aber nur ein ganz klein wenig, und dann habe ich den Rest auch eigentlich ganz normal wie immer geschafft. Egal. Williamson, Ali, get on it! That... No! Jetzt scheine ich eine bessere Ausgangsposition zu haben. Dann hier kriege ich ja schon Nummer 2. Okay, jetzt habe ich eine viel bessere Ausgangsposition. Da ist schon der dritte. Und ich habe noch fast 2 Minuten. Get Armstrong up there. Guns up. No! Okay, 1,5 Minuten für 2 Stück müsste ich eigentlich schon schaffen.
ist jetzt auch schon wieder relativ weit weg. Da hinten ist er jetzt endlich. Boah, genau, mitten in so einer scheiß Red Zone. Na, hol's dir doch kurz. Na, okay, wenigstens ist er da oben. Wie weit ist er denn weg? Ach du Kacke. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich das schaffe. Das sind wahrscheinlich so die paar Sekunden, die mir fehlen, wo ich jetzt für die Landmark benutzt habe. Ganz knapp, aber ich schaffe es. Wo bin ich denn? Kann ich das eigentlich auch kurz noch machen? Soweit ist es jetzt ja auch wieder nicht. Ich hoffe mal, dass der Zombie dieses Mal nicht wieder von irgendwelchen Militär-Heinis abgeknallt wird, weil da hätte ich echt keine Lust drauf. Beeile dich. Ja. Schießt auf euren eigenen. Guck mal, ich sehe aus wie einer von euch. Ich bin einer von euch. Warum schießt ihr auf mich? Mein Dreckskerl. Was taget der bitte schon wieder an? Was, hallo, hat der ein Problem? Ich guck nach vorne und der taget irgendwelche Sachen hinter mir an. Mit. Und den Rest kann ich mir irgendwann mal überlegen, aber ich brauche eigentlich nicht groß nichts mehr eigentlich. Naja. Die Mission ist jetzt auch am Arsch der Welt, glaube ich. Aber ich bin ja ein schneller Soldat. Ein nasser Soldat. Beeile dich, beeile dich. Aha. Hier, wie ich gesagt habe. Schon wieder hier an der Ecke, hier, wie heißt denn das eigentlich, der Ort. Aber egal, schon wieder und schon wieder eins. So beim Vorbeigehen, man findet sie nie alle auf einmal, aber immer mal wieder beim Vorbeigehen.
Also hier hat es extrem.